Moin Leute, was geht und okay. Moin Leute. Okay, moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir ein Ding. Wie heißt das? Einen Escape Room. Hast du das Ding hier schon mitgenommen? Diese Pyramide. Nimm die mal mit. Kann sein, dass die hier wichtig ist. Gut, also wir kennen schon bis zum, ich glaube, 10. Level war das jetzt, ne? Bis zum 10. Level kennen wir den Escape Room schon, weil wir ihn gerade neu gestartet haben. Weil wir gerade eine Vermutung hatten, warum wir beim 10. Level nicht weiterkommen. Leute. Und warte mal ganz kurz auf mich. Ich schaffe hier gerade das erste Level nicht. Ey, warte doch kurz. Warte, warte, bitte, warte kurz, okay? Warte! Okay, warte, Leute. Ich bin komplett lost, Leute. Ach, Digga, ich verliere die ganze Zeit runter. Mann, ich rutsche die ganze Zeit ab an dieser Scheiße. So, erstes Level geschafft. Zweites Level geschafft. Was war beim zweiten Level nochmal die Lösung? Beim dritten. Beim dritten. Ach so, ja, beim dritten war doch das mit diesem Geschenk, ne? Ja, Leute. Hier war dieses Geschenk. Hallo? Okay, gut. Es wird, nimmt auch wirklich über das Mikrofon auf. So, Leute, hier war das mit diesem Geschenk. So, viertes. Hier war das mit ganz runtergehen und hier war das. Hier rein. Fünf. Warte, was war im sechsten Level nochmal die Lösung? Also beim fünften. Da mit diesem komischen Typ da. Also da. Ach stimmt, ja, das war ja dieses, wo man einfach direkt auch bei Spawn dahin gehen musste. Stimmt. Stimmt. Ist mir entfallen. Also so, Leute. Hier muss man dann da so hoch. Und dann da rein. So Leute, ich bin jetzt bei Gamer. Nein, ich bin halt wirklich vorher noch nicht reingekommen. Ich bin komplett lost. So Leute, hier. Ja, okay, aber das war Glück. So Leute, hier war ja dieses ganz einfache. Hier war es mega easy. Hier muss man einfach nur in der Mitte die ganze Zeit durchrennen. Und dann. Voila. Hier hinten. Bam. So, das neunte Level. Hier hatten wir nämlich eine Vermutung. Hier fällt man eigentlich rein. Aber bevor ich hier dieses Ding einnehme, respawne ich. Ich respawne ganz kurz, weil Leute, bei diesem Level bin ich halt wirklich nicht weitergekommen. Beziehungsweise sind wir nicht weitergekommen. Ja, und Leute, ich gucke jetzt mal bei diesem Ding hier. Ob es bei irgendeinem anderen Ding so eine Lücke gibt. Aber nein. Das Ding ist, Leute, wenn man die Defen fertig macht, verkackt man. Also, da stirbt man. Leute. Leute, es ist die Trap. 100%. Ja, also die ganz linke Trap. Ich habe jetzt gerade alle ausprobiert. Hat nichts davon geklappt. Ja.
Da über uns ist ein Raum, Leute. Ja. Und Leute, ich muss mal. Hier haben wir halt sehr lange gestruggelt. Ja. Und dann werde ich mal einfach hier hoch. Zack. Zack. Kurz Villager geworden. Ja, ich will mittraden, wenn du Villager bist. Was willst denn du und was gibst du mir? Mhm. Steck dir den Trash in den Arsch. Smaragd, mit denen kann ich nur mit Villager traden. Ich kann vor allem traden, weil ich nur, weil ich keine Full Enchanted habe. Nur, Ding. Alles bei mir ist halt Enchanted, außer mein Ding. Außer mein, mein Schwert. Also, geiler Sonntag. Zack. Easy. Es nervt halt, weil man immer wieder da hoch muss. Ich schwöre, Levelbauer, warum du nichts machen Treppe? Wait! Ich sehe was! Ich sehe was! Glaube ich. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ich hab mich versehen. Vielleicht irgendwas mit dem Lebkuchen mal an. Vor allem, weil der Weg viel zu kompliziert ist. Mann, hier springe ich immer so halb. Ich schwöre. Ich hab's gesehen. Ganz kurz meinen Körper übernommen. Ich dafür dein. Deiner ist ja auch viel besser. Nicht? Ich guck halt auch gleich mal auf YouTube. Mädchen, ist jetzt doch die Lichterkette? Nee. Guck mal ganz kurz. Leute. Ich hab's! Komm her! Da steht Escape bei mir! Komm her! Ich hab's! Komm! Du musst zu mir hoch. Komm. Ich hab's gesehen gerade. Komm mal schnell. Also guck mal. Hier, wenn du hier so guckst ungefähr, dann steht da Escape und das kannst du drücken. Oh mein Gott, Leute, wir haben's gelöst. Du musst ganz. Mit der Kamera musst du dann ganz vorsichtig ein bisschen anschieben. Dann steht da Escape. Nein, nicht an die Wand, auf den Boden. Also nicht auf diesem richtigen Boden, sondern bei diesem Boden, bei der Ding. Was für ein Spaten, dass der das gemacht hat, Alter. Congratulations, you escaped. Also Leute,
Das ist noch schon das Video für heute. Ich schwöre, wollen wir noch einmal machen? Gut, also Leute, ich suche mir jetzt noch ein Ding Escape Room raus, aber Leute, erstmal beende ich hier an der Stelle das Video. Ciao. Das Video wird, by the way, morgen und nicht heute kommen. Tschüss.